Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadtimkern. Ja, hallo in unserem neuen Video. Wir starten heute mit der Königinzucht. Thema heute ist das Erstellen eines Sammelbrutablegers. Ja, dafür haben wir uns einen Stand bei uns ausgesucht, wo die Veterinärin ja auch schon war. Und von diesen 5 Völkern werden wir jetzt den Sammelbrutableger erstellen. Genau. Ja, in dem Video werdet ihr sehen, dass wir vorwiegend verdeckelte Waben nehmen. Ein Teil offene Brut sollte dabei sein, damit quasi die Futtersaftdrüsen der Arbeiterin richtig aktiviert werden. Und er muss quasi dann überquellen, dieser Sammelbrutableger, hat mir Steve erzählt. Das heißt deshalb vorwiegend verdeckelte Brutwaben. Und dann werden wir noch Bienen dazu schütteln, damit er richtig überläuft und viele Jungbienen hat. Weil die Jungbienen die erste Aufgabe oder mit der ersten Aufgabe ist ja das Pflegen der Zellen und der Brut. Ja, schaut es euch an. Viel Spaß! So, das wird unsere erste Wabe für den Sammelbrutableger. Auf der Seite sind noch Stifte und offene Brut. Genau, das ist erstmal die erste von 9. Die ist noch nicht ganz optimal. Aber wir müssen uns erstmal rantasten. Von dieser Wabe werden wir die Bienen abschütteln, weil der Sammelbrutableger braucht ja auch noch viel Personal. Jo, das werden wir jetzt gleich tun. So, das ist unser vermutlich geschwärmtes Volk. Wir haben es ja nicht gesehen, wir haben ja dann nur die Traube einfangen können. Vorhang auf. Das ist der Bauraum, da ja keine Königin da ist, wurde jetzt zum größten Teil dort Nektar eingetragen. Ja, und jetzt... Das Schöne ist, ich muss gerade lachen, weil Steve steht da wie so ein Erzähler irgendwie vor der Kamera. Nee, aber nur als hinter der Kamera. Ja. wo war ich gerade? Nektar, genau. Ja. Ja, und heute werden wir eine Königinzelle stehen lassen, weil... Das Volk ist ja immer noch voll, obwohl der Schwarm auch schon groß war. Ja, damit uns das dann nicht nochmal abhaut, werden wir nur eine Zelle stehen lassen. Die schönste. Und größte, wenn möglich. Gut, auf die Größe kommt es nicht an, aber ja. Wir schauen mal, was wir an Zellen finden. Wir zeigen euch die dann mal. So, hieran könnt ihr jetzt sehen, Königin ist weg. Das ist also das geschwärmte Volk. Können wir uns sicher sein und wir lassen jetzt hier die schönste stehen. Wir müssen erstmal bewerten, nach Schönheitskriterien. Ich denke mal die hier. Ja, die anderen machen alle weg. Genau. Da haben wir eine. Hier sind noch mehr. Auf der anderen Seite sind auch welche. Nee. Mhm. Okay. Hier haben wir noch eine. Ich würde sagen, die drüben waren schöner, oder? Ja. Die kannst du alle wegmachen. Das ist natürlich dann die perfekte Wabe. Die nehmen wir direkt mit ansitzenden Bienen, wie bei den anderen auch. Teamarbeit ist das bei mir. Sehr viel Pollen ist in den Völkern hier drin. Mehr als an unseren anderen Ständen, habe ich das Gefühl. Aber mit einem Rapsfeld oder mehreren Rapsfeldern in der Gegend ist das ja kein Wunder. Seht ihr ja selbst, da wo freie Brutflächen waren, ist Pollen eingetragen. Ich bin auch endlich fündig geworden. Ich nehme diese mit zum Sammelbrutableger. Ich werde zu Dominik erstmal reichen und werde mal das Video durch die Mittelwand ersetzen. Die nächste sieht auch gut aus. Was hältst du noch davon?
Guckst noch, ob die Pute drauf ist. Ja, hier, die nehmen wir gleich auch noch. Weil wenn das alles schlüpft, ist das Zeug ja noch voller. Aber die Schwarmzellen müssen weg. So, der Sammelbrutableger ist jetzt angekommen. Wir zeigen euch noch mal ganz kurz einen Blick unter die Folie. Kurz schon mal vorab, zwei Futterwaben wie angekündigt und dann diese gezeigten Brutbretter und auch einen Teil offene Brut, damit die richtig schön ihre Futtersaftdrüsen anwerfen können. Wir schauen mal rein, wir hoffen, die Folie hat gehalten. Einer hat es rausgeschafft. Wir haben noch einen Teil mit dazu geschüttelt, sodass der jetzt schon richtig brummt, wie ihr das sehen könnt. Also komplett voll. So, wieder mal willkommen zurück. Wir hoffen, ihr seid dran geblieben und habt das bis hierher ausgehalten. Wie geht's weiter mit dem Sammelbrutableger? Ja, das nächste Video wird dann sein, dass wir die Weißelzellen ausbrechen. Da werden wir euch natürlich auch wieder ein Video dazu bringen. Liefern, ja. Und nach diesen Weißelzellen brechen werden wir auch gleich den Zuchtrahmen einhängen zum Bespeicheln. Aber das erklären wir euch alles dann im nächsten Video. Genau, diesmal ohne viel Vor- und Nachgeplänkel. Unser dritter Schwarm ist eingefangen und steht noch im Keller. Nur so nebenbei, ja. 2013 kein Schwarm, 2014 kein Schwarm, 2015 kein Schwarm und 2016 schon der dritte. Scheinbar für jedes Jahr jetzt einen nachgeholt, da müsste noch einer kommen für 2016. Wir lassen uns überraschen. Sind noch nicht ganz verzweifelt, aber fast. Ja, weiterempfehlen. Like-Button oder Dislike-Button klicken und ansonsten bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, zum Zoom.